Hey, wie geht's jetzt in einer weiteren Folge von DSJ4? Ja, sind jetzt endlich in Sapporo angekommen und ja, ich habe das Wochenende, wie gesagt, nicht zu Hause verbracht. Deswegen jetzt die verspätete Folge. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß und wir sehen uns dann im Weltcup-Screen direkt. So, weiter geht's im Weltcup. Ja, ich musste das ein bisschen später aufnehmen, leider. Aber ich muss auch sagen, ich bin leider auch ein bisschen erkältet, also wenn ich mal zwischendurch mal aussetze oder ein Huster ins Video reinschafft, dann sage ich mal sorry, weil ich muss halt manchmal husten. Und deswegen werde ich jetzt auch nicht so krass reden können heute. Aber ich gucke, wie es wird. Ich hoffe, dass ich dann auch pünktlich das Fliegen am Wochenende wieder aufnehmen kann. Wir werden sehen. Starten heute mit Sergej Kachenko und 126,5 Meter hier mit leichtem Rückenwind. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht hier, weil sonst könnten die Sprünge doch ein bisschen weit gehen. Wahrscheinlich ein bisschen zu weit, aber wer weiß, wer weiß. Wir werden sehen. Arti Aigo jetzt als Dritter hier und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich husten muss. Natürlich super. Also, das wird auf jeden Fall kommen. Nun, Gott sei Dank habe ich einen Mute-Button, aber ich werde den nicht immer rechtzeitig erwischen. Wir werden sehen, wie sich das Ganze hier so ein bisschen abzeichnet. So, Muhammad Ali Bedir mit 121,5 Meter, der ist auf Rang 4. Hier. Erstmal und wird wahrscheinlich dann eher sich nicht einreihen in die Top 50. Wir werden aber sehen, wie das Ganze hier so läuft. Ja, gut, ich habe vergangenes Wochenende, weil ich nicht hier war, meinen Eltern bei einem Möbelaufbau geholfen. Problem war nur, eigentlich wollte ich am Freitag hoch und dann hätte ich Samstag Zeit gehabt zum Aufbau, zum Aufnehmen. Problem war, dass ein Teil kaputt war. Das heißt, ich bin wieder heim und weil ich ein bisschen früh aufgestanden bin, war ich dann so müde. Bin dann einfach mal eingeschlafen nochmal und dann war es schon mitten in der Nacht wieder, als ich aufgewacht bin und wollte dann nicht unbedingt nochmal aufnehmen. Ich weiß, ich mache das manchmal, aber ich denke, meine Nachbarn, wenn die das hören, dann haben die sicher bald genug davon. Nun ja, deswegen habe ich dann. Ich weiß ja nicht, ob sie das hören, ne? Aber es kann gut und gerne mal sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir werden sehen, wie es dann der Fall ist. Und deswegen habe ich mal so gedacht, dass ich das mal nicht immer mache. Nicht jedes Wochenende mitten in der Nacht. Und nun, deswegen mache ich es jetzt. Was ist heute? Dienst? Montag? Ich glaube. Montagabend vor der Arbeit. Also sollte das kein Problem sein. Hoffentlich. Mal gucken. Aber ich hoffe, ich werde nicht mehr erkältet, dass ich dann am Wochenende wieder pünktlich meine Sachen aufnehmen kann. Das heißt, ich werde dann Donnerstag. Nee, Donnerstag ist auch nicht möglich. Verdammt, ich müsste eigentlich heute schon für Freitag aufnehmen. Mittwoch. Ne, Mittwoch habe ich noch Zeit. Meine Güte, gibt ja Mittwoch auch noch. Mittwoch habe ich Zeit. Weil morgen nehme ich wieder in Charlotte mit Toxi auf. Für den zweiten Channel. Und am Mittwoch müsste es dann durchaus möglich sein, dass ich Zeit habe. Das heißt, es müsste eigentlich dann kein Problem sein in der Hinsicht. Wenn ich nicht mehr erkältet werde. Wenn ich nicht mehr Husten bekomme. Falls ich dann doch krank werden sollte oder sonst irgendwas. Weil ich bin nicht so 100% auf Höhe. Aber ich bin auch jetzt nicht so angeschlagen, dass ich noch nicht arbeiten kann. Trotzdem, ich schätze mal, wenn ich heute sehr viel husten werde bei der Arbeit, kann sein, dass ich eventuell heimgehe. Oder, naja, eben vielleicht dann morgen nicht hingehe. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was der Husten dazu sagt. Aber diese Folge kommt auf jeden Fall. Falls sich die nächste Folge auch verspätet, wisst ihr zumindest schon mal Bescheid. Warum, weshalb? Aber das ist ja meistens so bei mir Ende Februar, Mitte, Ende Februar, März, vielleicht schon Anfang März dann. Bald ist ja nicht mehr so lange hin, dass bei mir mal DSJ sich verspäten kann,
War ja die letzten Jahre nicht immer pünktlich. Ich habe dieses Jahr super durchgezogen, also da bin ich hier stolz auf mich. Aber das liegt auch hauptsächlich daran, dass ich mehr Interesse wieder habe aufzunehmen. Und das liegt eben an Toxi, weil Toxi hat eben seinen Channel ungefähr vor einem Jahr gestartet. Und sein Enthusiasmus hat mir einfach gezeigt, dass es. Das hat mich so an meine Anfangszeit erinnert. Oder hat er mich mit seiner positiven Art des Channel-Sehens und Spaßhabens für kleine Channel einfach mitgezogen. Anscheinend hat mir das auch gefehlt, dass ich so ein paar Kontakte habe, auch die so einen ähnlich großen Channel haben wie ich. Die sind einfach weggefallen über die Jahre und vielleicht hat das mir dann einfach auch so ein bisschen gezeigt wieder, wie es geht. Sagen wir mal so. So, nächster Springer, Kill Empire. Ja, es war wieder mein Huster dazwischen, deswegen war ich mal kurz gemutet, aber das passiert halt. Ich habe ziemlich einen trockenen Husten im Moment. Ich bekomme ziemlich Kopfweh davon, wenn ich zu viel huste. Also ja, gestern hat mir auch meine Augennebenhöhle ein bisschen wehgetan, warum auch immer. Es war halt. Alles ist heute wieder weg. Das war ungefähr nur für eine Stunde oder so hat mir das. So, die hinterm Augensockel hat es mir gedrückt, so ein bisschen. So ein bisschen unangenehm. Aber danach ging es wieder. Heute, also Schnupfen habe ich noch nicht wirklich großartig. Vielleicht hier und da mal ein Schniefer nach oben, ne? Aber nicht wirklich, dass die Nase laufen würde. Aber wie gesagt, wenn ich huste, dann ist immer so eine Sache, aufpassen eigentlich. Weil, naja, ich weiß, es klingt vielleicht für eine. Bisschen blöd, als es ist. Aber ich habe teilweise so rauen Husten, dass mir das irgendwann einfach den Hals so aufraut, dass ich dann teilweise mit Blut huste, ein bisschen. Aber naja, es ist nichts. Es ist halt einfach gereizter Hals so sehr, dass es dann halt ein bisschen der Fall sein kann, hier und da mal. Nichts Gefährliches, aber ärgerliches. Es tut halt weh, sagen wir mal so, ne? Weil ich bin irgendwie zu dämlich, um zu husten. Also so richtig zu husten halt. Naja, hat halt manchmal seine Vor- und Nachteile, ne? Früher habe ich immer so laut gehustet und das, wenn ich das jetzt machen würde, holy, ich wüsste nicht, wie mein Hals drauf reagieren würde. Der würde sich überhaupt nicht freuen. Vielleicht eben deswegen, weil ich früher so krass gehustet habe immer. Ich immer so richtig abgehustet und das ist immer so ein lauter Beller, sage ich jetzt immer, so ein lauter Husterli. Aber nun ja, so ist das eben. Wenn man sich. Ich glaube, ich habe mir das einfach geschafft, weil ich zum Zug so schnell wollte nach der Arbeit und dann die kalte Luft durch den Mund so krass eingeatmet habe. Und ich glaube, dann war mein Hals wieder beleidigt und dann hat sich das irgendwie wieder angelegt in Husten und bla bla bla. Vielleicht auch ein bisschen natürlich mit Menschenkontakt und so weiter und so fort. Ja, und dann war wieder mein Husten hier, ne? Ich schätze, dass es damit so ein bisschen zusammenhängt. Ja, meistens, würde ich jetzt mal behaupten. Nun ja, Sapporo. Wenn wir schon mal dabei sind, müssen wir natürlich auch noch darüber reden, dass Noriaki Kasai mit 51 Jahren Weltcup-Punkte geholt hat beim ersten Springen in Sapporo. Wie krass ist der Mann bitte? Der ist ja aus elastischem Gummi. Der ist kein Mensch einfach. Das ist einfach zu krass, was der schafft noch in seinem Alter. He? Vor allen Dingen, wie er sein Weltcup-Debüt gegeben haben, waren nur vier Springer auf der Welt. Ich glaube, der hat sein Sprungdebüt ungefähr vor 35 Jahren gegeben. Also, der hat noch im Parallelstil ist der noch gesprungen. Also nicht 35 Jahren, aber ich glaube 1990, 34 Jahre, hat er sein Weltcup-Debüt gegeben. Glaube ich, dass es 90 war. Oder war es 89? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da wurde noch Parallelstil gesprungen, als er sein Debüt gegeben hat. Und das finde ich krass. Das finde ich halt echt krass. Und da sieht man wieder mal, was schaffbar ist mit ein bisschen hartem Training und Einsatz und gutem Glück, ne? So ein bisschen auch, weil am zweiten Tag hat er sich zwar auch qualifiziert, aber da war der Sprung bei weitem nicht so krass. Sag ich jetzt mal. Aber Punkte sind Punkte und damit hat er natürlich historisch gepunktet, ne? Und ist dann in die Geschichtsbücher wieder mal eingegangen.
Weil ich glaube, das letzte Mal hat er gepunktet vor 4 Jahren im Weltcup davor. Was auch noch krass ist mit 47, ne? Aber jetzt hat er es mit 51 gemacht. Holy. Also da muss man einfach sich nur verneigen vor dem Mann. Er ist einfach eine absolute Legende. Und ja, da müssen noch ein paar Leute lenken. Da müsste Ammann jetzt eigentlich fast noch 9 Jahre mehr springen, obwohl er ist jetzt auch schon 42, ne? Und naja, da sieht man halt wieder, ne? Mit 51, das ist halt richtig krass. Das ist richtig, richtig krass. Nun ja. Gut, das war dann gleich wieder die Story, die ich erzählen wollte. Wir haben jetzt hier Marius Lindwig gehabt, der jetzt die Führung hier übernimmt mit 134,5 Meter. Also ist durchaus möglich, würde ich sagen, so 135 Meter hier zu springen bei dem Wind. Wenn ich einen guten Sprung erwische. Aber nun ja, mit so viel Rückenwind ist es auch schwer, hier schön alles zu erwischen. Wir werden sehen, wie uns das dann im Bewerb dann beeinflusst, würde ich sagen. Meine Güte, Worte zu finden ist manchmal schwierig. Aber ja, wir kommen kaum über 130, aber anscheinend geht es auch knapp an die 135, wenn alles passt. Ist halt Sapporo, man weiß es nicht. Schanz ist eigentlich immer dafür bekannt, dass es sehr, sehr weit gehen kann. Deswegen finde ich auch nett, dass es manchmal, dass wir hier manchmal auch im Rückenwind springen. Ja, war wieder Muter dabei, aber es hilft nichts. Aber es ist immerhin noch eine gute Conversion Rate, wenn ich alle 4 Minuten mal husten muss. Das geht ja noch, da kann man noch mitarbeiten. Aber wenn es dann wirklich jede Minute ist und ich dann wirklich krass husten muss, dann ist es schwierig, sag ich jetzt mal, ne? Aber so geht's ja noch. So geht's ja noch. Start Nummer 47 hier. Ist jetzt Kamil Stoch. Der sich jetzt ja auch hier runter wagt. Ja, 130 ist eigentlich hier schon eine gute Leistung hier und heute. Natürlich geht es noch ein paar Meter weiter, auch wenn es ist. Aber ja, wir werden sehen, was wir dann ungefähr für die Qualifikation im Bewerb brauchen. Aber Ancelanischek scheint heute sich mal zu verabschieden hier. Mit 111 Meter nur. Das war wohl eher nichts für ihn heute. Jan Höll hat auch wieder solide Leistung gezeigt, aber ja, so krass geht es dann bei ihm auch nicht. Trotzdem ist er so konstant im Weltcup, dass er Rang 4 noch immer innehält. Was ziemlich krass auch ist. Ist einer seiner besten Saisonen dann bisher dadurch. Also zeigt er auch bei ihm den Aufwärtstrend an. Aber es gibt halt drei, die halt zu krass sind dieses Jahr. Und das ist halt Kraft, Kobayashi und Wellinger. Die halt da immer vorne mit rumspringen. Aber nun ja, das ist halt manchmal so. Vorfang hier mittlerweile auf Rang 2 gekommen. Ich sehe kurz mit Michael Heiberg. 14 Leute, glaube ich, sind jetzt noch oben. Mit unter anderem Antti Aalto. Der bei uns, die Finnen bei uns hier sind auf jeden Fall stärker als in echt. Aber es gibt auf jeden Fall ein deutlich besseres, ein deutlicheres Lebenszeichen von Finnen mittlerweile wieder, als noch vor ein paar Jahren. Mal schauen, vielleicht können die irgendwann wieder aufschließen. Wäre sich tatsächlich zu wünschen, weil es wäre mal wieder schön, eine neue Nation, also eine neue Nation, was heißt neue Nation, aber wieder eine alte Macht vorne zu sehen mit Finnland. Aber da läuft es halt nicht ganz so krass. Die duellieren sich eher mit Italien und Schweiz um den Platz hinter Japan, sage ich jetzt mal, weil Japan ist immer in meinem Kopf immer konstant Fünfter oder Sechster. Naja, Polen im Moment ist auch nicht so stark, deswegen ist eher Polen gegen Japan im Moment. Und dann hast du halt vorne Deutschland, Österreich, Slowenien und Norwegen, obwohl Norwegen jetzt auch nicht die großartigen Leistungen dieses Jahr bringt. Aber im Team auf jeden Fall eine Top 4 Nation. Also nach der Top 4 Nation eben dann die, sag ich jetzt mal, B-Tier im Moment mit Polen und Japan und dann so, ja, Finnland und dann so der Rest ein bisschen. Finnland, Italien, USA. Da kann immer jeder in die 8 Plätze füllen. Und dann hinterher ist halt dann Nationen, die nie so wirklich ein Team haben. Oder halt nicht wirklich gute Sachen.
generelle Einzelspringer nicht mal haben, die gut sind. Das ist halt dann Kasachstan oder Rumänien, die dann hier und da mal mitspringen, um mehr Länder zu haben, gefühlt. Aber ja, das ist dann halt das, ne? Ich würde mir auch wünschen, dass es mehr Abwechslung gäbe mit den Ländern noch. Aber es ist, wie es ist. Ich meine, wir haben über die Jahre Slowakei verloren, wir haben mittlerweile fast Tschechien verloren, komplett. Was auch schade ist. China ist nie wirklich eingedrungen. Südkorea war mal kurz hier, ist aber auch wieder seit längerer Zeit wieder verschwunden. Also, ja. Die Chinesen kommen halt auch nicht durch. Die scheitern teilweise im Conti Cup. Und Schweden gibt es auch schon seit Jahren keinen guten Springer mehr. Waren jetzt auch nie die größte Skisprungnation, aber es gab ja zumindest mal einen Karl Nordin oder sowas. Kann ich mich noch erinnern. Oder, boah, früher gab es ein paar Schweden, aber das ist schon ein bisschen her. Die waren nie die große Skisprungnation. Aber nun ja. Es ist, wie es ist. Und zu guter Letzt sehen wir noch einen Etunusianen, der hier jetzt runter darf. Und tatsächlich sich mal nicht qualifiziert. Auch interessant. So wie auf die Minute genau. Wieder mein 4-minütiger Huster. Alles klar. Marius Lindwig gewinnt diese Qualifikation für Michi Heiberg und Johann André Vorfang. Und geht runter bis zu Gregor de Schwanden und Alex Insam, die sich noch mit 125,5 Meter qualifiziert haben. Ja, und alles, was darunter ist, ist draußen. Peter Preuß hat es vielleicht am ersten noch erwischt. Denn, naja, da wäre vielleicht knapp dran gewesen, aber die Noten noch nicht ganz gepasst. Ist also draußen auch. Nussjärn, Schüller und Schnieschol sind jetzt eher die größeren Namen, die hier nicht dabei sind. Schnieschol habe ich gar nicht mitbekommen, dass er so kurz gesprungen ist. Aber das ist auch gut für Nussjärn, dass Schnieschol nicht dabei ist. Aber zum Beispiel jetzt, wo ist die 60 selber? Hier irgendwo. Mr. 60. Müsste auch hier irgendwo sein. Oder ist der auch nicht dabei? Wo ist die 60? Ich habe keine 60 gesehen. Bin ich blind? Anscheinend. Doch hier, Christopher Eriksen Sundahl, der hat es geschafft. Also für ihn ist es gut auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im Bewerb wieder. Danke fürs Zusehen und bis dorthin springt schon brav weiter.